Ja, moin zusammen und willkommen zurück zu Guckst du? Nein, das ist. wir machen einfach mal weiter. Los, lass mal gucken. Was ist denn hier? So, da fehlt ja eine Glühbirne. An der Lampe fehlen mehrere Teile. Ach, das Ding hier auch. Guck mal, den haben wir schon mal. Cool. Jetzt fehlt uns noch der Schalter. Ja, das wird wohl nichts. Und hier braucht es eine Zugangstafel. Brauche ich, genau. Ja, hier, mach mal. Sieh mal zu. Deine Hütte, mach. Ja. Okay, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Was ist das? Scherben. Ah ja, okay. Police Report. Tatort Inspektionsbericht. Siehe Anhang zum Inspektionsbericht des Herrenhauses. Liste der geführten Beweise. Anzug aus unbekanntem Material. Begib. Was? Begib ihn zur weiteren Untersuchung an das Labor. Aha. Übergib, so heißt das. Handfeuerwaffe, es wurde Kennzeichen gefunden, Aufzeichnung der Kommunikation der Polizeibeamten. Während des Anrufs, alle Beweismittel müssen im Safe aufbewahrt werden. Edward Schopenhauer und ein Fingerabdruck. Die Beweise im Safe. Gut, ja. So, und in diesem Safe, ah ja, früher hat alles viel einfacher, wenn es für Schlüssel noch zu öffnen. Der zu, ja, hier, mach mal. Kümmer dich, kommt dein Job. Ich bin nur hier, ich bin Le Inspekteur. I've never doubted your intelligence, Randall. But trying to prove Wyona is innocent is hardly worth endeavoring, I'm afraid. Du versuchst nur von dir selbst abzulenken, das ist das Ding. Hier stehen ja auch Donuts rum. So, was haben wir denn hier? Da haben wir erstmal einen Zettel, genau. Nein, ach komm schon, du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Ja, das einem Rechner zu sagen, ist leider. Nun, funktioniert nicht so doll. Aber hier können wir doch bestimmt irgendwas reinstecken. Irgendwas, was für Fehler sorgen wird. Na gut, ist wohl nicht. Da hinten. Edward, wir werden dir das neue tragbare Labor schicken, um die Arbeit der Hauptlabore zu erleichtern. Bitte behandle es mit Sorgfalt. Nur Mitarbeiter, die sich mit Chemie auskennen, dürfen es bei ihrer Arbeit benutzen. Mitarbeiter im Labor. Coole Unterschrift. Krass. Okay, wer kennt sich mit Chemie besser aus als ich? Naja, also jeder, denke ich. Aber wird mich das aufhalten? Nein, definitiv nicht. Okay, ein Vorschlangenhals. Ich darf es nicht zerstören. Interessant. Wieso ist das hier hinter Gittern? Unglaublich. Oh, warte mal. Kann, nee, mit dem Staubsauger bringt es auch nichts. Irgendwas rumzumachen. Kekse! Kekse! Gib mir Kekse! Okay, was kann ich hier machen? Kekse. Oh, was ist das? Und wie komme ich daran? Mit dem Staubsauger. Das funktioniert tatsächlich. Das glaube ich jetzt nicht. Okay, das ist der Schalter für Knopf. Naja, gut. Okay, irgendwas ist. Wenn es einen Scanner gibt, dann muss es doch etwas geben, das ich scannen kann, oder? Ich könnte mal mein Hinterteil da reinhängen. Ja, vielleicht auch nicht. Okay. So, also, der wird wohl hierfür da sein, ne? Ist er cool? Es wäre Licht. Das ist hell. Was nun? Oh, sieh an, was haben wir denn da? Ein Laborschlüssel. Interessant. Hierfür? Möglich. Ja. Cool. Krass. Meins. Was steht denn da? Chemikalien Nummer 1, bla 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 bla. Es wird zur Herstellung von Schlamm in vielen chemischen Experimenten verwendet. Schlamm findest du, also ich, wenn ihr das braucht, ich kann euch Orte zeigen. Boah, da geratet ihr aber sehr in Verzögerung. Kann nicht ohne weiteres gekauft werden. Ist das so? Nee. Wird speziell an verschiedene Institute und Unternehmen geliefert. Die genaue Liste der Institute und Unternehmen ist im Archiv zu finden. Polizeiabteil. Warum ist das wichtig? Aus irgendeinem Grunde scheint es ja wichtig zu sein. Das ist der Ort, an dem ich Dinge untersuchen kann. Ja, das geht nicht in meiner Hosentasche. So wie jetzt zum Beispiel. Kaputte Ventilatorbedienung mit Klebeband? Nö, mit Folie. Ja. Was noch? Ich werde sie benutzen können, sobald ich sie repariert habe. Danke für diese erschöpfende Auskunft. Kann ich irgendwas abschneiden? Nein. Kann ich es absprühen? Auch nicht. Okay. Gut. Tja, dann ist nur die Frage, was nun, ne? Was nun? Was nun? Klebeband, irgendwo ein Fingerabdruck herbekommen. Nee, wir hatten vorhin was erst dran. Lass mich mal deinen Fingerabdruck nehmen. Schade, geht nicht. Okay. Ist hier irgendwas mit, ist irgendwas angetouched?
Das sieht nicht so aus, ne? Sonst würde das deutlich angezeigt. Was war da eben? Gar nichts. Okay. Nun gut. Was kann ich da mal scannen? Ich könnte das Antiseptikum scannen. Nein, kann ich nicht. Ich könnte. Ist hier denn noch irgendwas? Wie sieht das hier überhaupt aus? Ich könnte das Klebeband scannen oder die Scherben. Nein, kann ich alles nicht scannen. Okay, gut, dann nicht. Haben wir da noch irgendwas? Nee. Hier, da komme ich nur wieder. Ja, das ist nur die Tür, ne? Ich komme aber auch nicht mehr zurück. Ich sprühe dich jetzt ein. Einfach nur, weil es geht. Tja, hier komme ich nur dahin. Auf dem Bild brauche ich. Ja. Okay. Ist denn hier noch irgendwas? Das sieht nicht so aus. Nein, drüber kleben bringt nichts. Okay, und jetzt? Weiß ich nicht. Sollen wir das erstmal absprühen? Keine Ahnung. Kann ich mal einen von den Donuts nehmen? Oh. Gut, dass das alles gibt. Oh, Entschuldigung. Ich hänge es ja wieder richtig hin. Okay, aber was machen wir denn jetzt? Ich kann hier Dinge untersuchen. Okay. Oh, die Glasscherben. Was? Echt? Warum kann ich die denn untersuchen? Hä? Befolge das Rezept, um die Substanz herzustellen. Okay. Also, Eta und ist gleich Beta plus das. Beta und was war das nochmal? Pi, ne? Nee, nicht Pi. Phi? Weiß ich nicht. X. Also, blau ist. Ah, hier, guck mal. Plus W. Okay, das haben wir nirgends woanders drin. Das ist Eta. Beta haben wir hier in beiden drin. Beta ist auch hier drin. Ist also Beta ist grün plus gelb. Also grün plus gelb. Und wenn wir das hier einsetzen, grün plus blau plus zweimal gelb. Eta plus das da. Ah, je, oh je, oh je. Okay, wie sieht das denn schwer aus? Das ist ja krass. Das findest du schwerer? Echt? Ich finde es beides ehrlich gesagt gleich schwierig. Okay, lass mich die Gleichung mal eben lösen. Moment. So, okay, hat nachgezählt. Wir brauchen zwei rosa, drei rot, vier grün, drei blau, drei gelb. Okay, wie mache ich das jetzt? Einfach zwei rosa, eins, zwei. Okay. Dann von Rot 1, 2. Oder passen immer nur 3 rein? Wieso das denn? Es passen immer nur 3 dort hinein. Interessant. Okay. Gut, dann braucht es einen anderen Plan. Also, Alpha ist W plus N. W ist rosa, rot und grün. Muss ich das ernsthaft so machen? Okay. Ich muss es tatsächlich so machen, ne? Okay, Eta ist Beta, ist grün plus gelb. Echt jetzt? Okay, gut. Also, dann blau plus gelb plus Eta. Okay, gut. Und dann brauchen wir W plus Eta. Ach, das ist vielleicht sogar von Vorteil, weil die Sachen nicht doppelt hergestellt werden brauchen. Okay. So, da haben wir Alpha. Gut. Okay, dann brauchen wir Phi. Ich glaube, das ist Phi. Dafür brauchen wir nochmal ein W. Das haben wir schon. Plus Blau. Okay. Phi. Und dann brauchen wir noch X. X ist Beta
Plus Rot plus Blau. So, okay, haben wir auch. Und das hier ist dann nur noch Alpha plus das da und X. Yeah, Delta. Cool. Krass. Was ist das da? Okay. Warte mal, jetzt habe ich das so locker zusammengemischt und das bringt uns gar nichts. Das ist aber nicht nett. Was ist denn das für ein Ausdruck? Hier, guck mal. Interessiert ihn nicht, ne? Na gut. Okay, hier. Du kommst da dran, kommst du nicht. Schön. Das wird der auch nicht sein. Nein, dann bleibt ja nur noch der da. Nee, das kann es auch nicht sein. Ausweis. Wieso? Wofür habe ich denn jetzt den Strichcode? Ach so, hier mit Scannen, ne? No? Na, siehste, geht doch. Mhm. Ich gehe jetzt ins Archiv. Kommst du mit? Nee, kommt es nicht. Gut, also hier gibt es erstmal wieder einen Sammelgegenstand. Bewegt sich irgendwas? Ich könnte auch nachsehen. Das macht die Sache, glaube ich, einfacher, ne? Da oben, da? Oh, das Bämmchen ist scharf geschaltet. Okay, lass mal gucken. Was sollen wir denn finden? Tobias Forschungsmaterial. Also irgendwas, was hier rumliegt. Es ist nichts. Nichts Bewegliches. Oh, ups. Kannst du alles hier wieder aufräumen. So, das ist es. Aha. So, also nee, völlig falsch. Moment. Da. So. Mappe mit Dokumenten. Der helle Wahnsinn, was der Typ so hat. Eine große Menge aller Ereignisse im Zusammenhang mit der Weltreise, alte Aufzeichnungen von anderen Wissenschaftlern und Augenzeugen berichten. Der Hammer. Okay, gut. Jetzt aber. Gucken wir mal. Hier kommen wir nicht dran. Cool. Da drüben kommen wir dran. Was ist das denn? Hier gibt es vor allen Dingen Kaffee. Was für ein Durcheinander. Ich kann es nicht einfach so stehen lassen. Ich muss alles aufräumen. Musst du nicht. Das ist ja das Ding. Musst du nicht. Musst du gar nicht. Lass die doch hier machen. Was stellst du dir vor, was ich tun soll? Antiseptikum? Tatsächlich. Jetzt brauche ich wahrscheinlich auch noch einen Lappen oder so, ne? Klebeband wird hier nicht funktionieren. Ausdruck? Nein. Ich brauche einen Lappen. Okay. Gut. Hier. Inventarliste. Nur für Bibliothekszwecke? Ja. Inventarliste, Reinigungsplan, Büroräume, Inventarbericht, Liste der Mitarbeiter. Wo ist noch eine Seite? Ich warte. Oh, warte, hier gibt es einen Ausdruck eines Textes. Wie kann ich ihn besser sichtbar machen? Keine Ahnung. Mit einer UV-Lampe? Weiß ich nicht. Okay, brauchen wir noch irgendwas. So, und hier wahrscheinlich, welche Schublade brauche ich? Natürlich. Okay, da steckt ein Dings. Wenn du kein Isolierband zur Hand hast, um kaputte Drähte zu reparieren, versuch die Enden der zu verbindenden Drähte mit Folie zu umwickeln. Das ist ja, Mensch, das ist ja der Lifehack meines Lebens. Der Lifehack. Oh nein, wie kann ich das Regal abstützen? Keine Ahnung. Denkt dir was aus? So, dafür tatsächlich. Oh meine Güte. Okay. Krass, jetzt können wir den Ventilator einschalten. Super. So, ach so, und wir sollten mal wieder shoppen gehen, ne? Haben wir genug Kohle dafür zu... 9, ja locker. Hallo, wir nehmen mal was Teures. 6 Zugangspässe, das hört sich doch super an. 7 Zugangspässe, ich glaube, das wird es, ne? Oh, das ist alles so teuer hier. Ja, es ist alles... Also gut, Lasermaschine. 7 Zugangspässe, yeah. Okay, haben wir irgendwas für 2? Hätte ich eben auch schon mal gucken können, ne? 4, selbst die Uhr kostet 4. Nee, das günstigste sind 3. Das ist jetzt aber... Tja, na gut. Okay, das war's mit Shoppen. So, also hier, da, tüt. Hey, ich hab voll den Lappen. Das war ja gut. So, ne? Okay, und jetzt mache ich schön sauber. Deswegen sind wir hier. Genau. Ja, ja. Okay, das nehme ich erstmal mit. Ich kann diese Karte benutzen, wenn ich etwas finden will. Okay, was? Finde Gebäude mit Spuren der Substanz mit Hilfe eines Markers. Was? Hier.
Wie kann ich das denn machen? Ah ja, okay, so, gut. Okay, hier ist auch etwas. Wie? Ach so, dann muss ich. Nee, wie? So. Aha. Also immer genau da dran stehen. Okay. Da auch noch. Cool. Wie viele gibt's denn? Ja, das war's schon. Sehr gut. Und das verbarg sich dahinter. Das habe ich natürlich nur herausgefunden, indem ich halt mich halt eben mit dem Marker, ihr wisst schon. Was kann ich tun, um diese Kette wieder ganz zu machen? Klebeband. Nein, funktioniert nicht. Und Wattestäbchen auch nicht. Schubladennummer. 57. Alles klar. Entlassen. Schwarz. Was soll das denn heißen? Entlassen. Tot. Was? Alle Wissenschaftler, die im Wissenschaftszentrum arbeiten, sollen Unterricht für intelligente Schüler halten. Bitte lies die un den unten angehängten Stundenplan. Was? Okay. Krass. Wyonas Zeitplan. Na gut. Aber irgendwas scheinen wir hier noch tun zu müssen, ne? Hm, bestimmt. Okay. Da ist ja auch noch was. Achso, mit dem Abstützen. Das kommt da drunter. Nein, das kommt nicht da drunter. Oh, Moment. Die Wattestäbchen. Das ist eine große Dose, also. Okay, hier können wir im Moment nichts tun, wie es aussieht. Wattestäbchen, Teppich, Messer und der Zeitplan. Warte mal, kann ihn das überzeugen? Wohl Well, kaum. Doch. if you believe she is innocent, Ja. then the honors of questioning are yours. I'll grab a cup of coffee in the meantime. I barely slept last night. Du hast hier unsinnige Dinge getan, ne? Close the interrogation room and put the access card back. And one more thing. An old drawer always jams whenever you try to open it, so be careful. Well, I shall go. Here, don't forget the card. Ich weiß nicht, irgendwas ist mir an dem suspekt. Suspektemente, Zugangskarte. Okay. Gut. Wir haben sie. Yeah. Okay. Verhörraum. Hallöchen. Bring Bayonne dazu, dir zu sagen, wo sie. Was meinst du, dass sie das weiß? Und außerdem, warum lasst ihr sie in einem Raum, wo sie alles mögliche Zeug für sich nutzen kann? Da braucht's wohl noch was. Jemand hat schon versucht, diese Schublade aufzuheben. Hebeln. Ich werde es auch tun. Bayonne, was hast du getan? Können wir da mal kurz drüber reden, bitte? Oh. Oh. Hello. Tach. Nice to see a friendly face for a change. Tobias did an excellent job fooling everyone around. He framed me and got away. Weißt du was? Ich glaube dir sogar. Everything got so mixed up. I don't even know what to begin with. Maybe there's a piece of evidence you can show me, so I'll tell you more. Okay. Ja, ich habe leider keine Evidenz hier. Ich könnte dir. Brauchst du ein Wattestäbchen? Nein. Okay, kann ich irgendwas machen? Ich muss aber. Ja. Die Guteste sollte bereits Bescheid wissen. Wieso liegt dieses ganze Zeug hier? Sollten wir das nicht vor ihr schützen oder so? Weil sie könnte Unfug damit treiben. Ein einzigartiges Schließsystem. Kein Schlüssel kann es öffnen, denke ich. Schuhlöffel und Regenschirm. Oh, warte mal. Kann ich mit dem. Mit einem von beiden hier. Ah, ich kann. Sehr gut. Eine Kassette. Und? Was ist das? Das ist kein Expander. Expander. Temperatursensor. Etwas Scharfes wäre ganz nützlich. Haben wir dabei. Und jetzt? Ja, mach. Gut. Krass. Okay. Temperatursensor. Leere Kassette. Was haben wir denn dann noch? Guck mal hier oben. Es ist kalt. Ich wette, dieser Sensor muss im Schrank auf der rechten Seite verbunden sein. Okay, jetzt ist es nicht mehr gefroren. Und ich kann das Zeug da mitnehmen. Interessant. Wofür kann ich das Ding verwenden? Keine Ahnung. Versuch's doch erstmal da rauszuholen. Oder so? Nee. Wie denn? Auch nicht. Graphitpulver. Na gut. Im Moment nicht. Im Moment gar nicht. Nein. Okay.
Gehe ich mal wieder zurück. Also Graphitpulver. Damit könnten wir einen Fingerabdruck sichtbar machen. Nicht hier, wie es scheint. Okay. Hier, oh, obwohl doch, wir könnten das auf der Tastatur nutzen. Nö, geht aber nicht. Schade. Sollten wir nicht zu zweit sein, damit ein Mensch immer hier sie immer beobachten kann, dass sie nichts Komisches macht? Ja. Ach so, und jetzt noch die Dinger, ne? Ja, okay. Nicht so viel. Moment, das haben wir doch schon vorher gesehen. Was? Okay, na dann, nichts wie ran. So, finde die Unterschiede zwischen zwei Fotos. Ja, dann zeig mir doch mal die Fotos. Nein, ist schon klar. Also, halt. 12. Wir haben noch den Zehner übrig, ne? Also, eins, zwei. Nee, das ist der da, ne? Kann ich da auch wechseln? Kann ich nicht. Gut. Also, eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das wäre 10. Dann nicht. Das sieht alles gut aus. Zählt falsch klicken da auch? Vermutlich dann nicht mehr, ne? Zählt das als Unterbrechung? Keine Ahnung. Okay, ich komme aber nicht an das andere Foto ran. Okay, probieren wir es mal. Also, puh, Daumen drücken, los geht's. Eins, zwei, drei, vier. Was ist denn jetzt? Falschklicken zählt nicht. Mist, dann ist es vorbei. Ja, schade. Schade. Finde 5 in 5. Na, immerhin den haben wir. Naja, das ist ja schon mal was. So, aber es sind immer noch drei Sachen übrig. Noch zwei Dinge. Komme ich echt nicht her? Hier, das sehen wir gar nicht. Na gut. Na gut. Ist da noch ein anderes Foto dahinter? Sieht so aus, ne? Okay, der ist. Ja, nein. Da ist das runde Dingelchen. Die Mappe ist auch hier. Da sind noch Schubladen offen. Die ist auch okay. Da ist nichts drin. Hier ein Seiten, ein Teppichmesser. Bla bla ist da drin. Sonst liegt da nichts. Okay. Da unten die Hüllen und das. Das hier. Der sieht richtig aus. Das scheint die richtige Menge an Mappen zu sein. Doch ja, ist richtig. Okay. Die Schublade offen. Das da. Hier haben wir einen blauen, einen grünen. Hier liegen noch drei Mappen oben drauf. 2 und 2, 1 und 3. Das sieht auch gut aus. Und hier der eine vorgezogen. Kann ich nicht so genau erkennen. Das sieht auch gut aus. Okay, scheint erstmal, aber irgendeiner fehlt noch. Ich bin nicht sicher, welcher. Also, tja. Es müsste irgendwo hier was sein, ne? Weil hier ist noch verdächtig wenig, aber. Oh, warte mal, das Muster? Nein, das Muster ist identisch. Ach, da ist es doch. Ja, okay. Da ist ja ein Schlüssel. Na, guck. Schlüssel, yeah.
Okay, immer haben wir jetzt den 5 von 5er, ne? Den 10er noch nicht. Nee, den 10er natürlich noch nicht. Warte mal, kann ich da. Hier. 5 in 5. Aber der 10er ist noch offen. Da ist er. Ja, okay. Schade. Na gut. Also, ein Schlüssel. Aber der ist doch ein Vorhängeschloss. Ja, die Inventarliste ist festgekettet, die Inhalte aber nicht. Sehr eigenartig. Okay. Die nehme ich mit. Na gut. Ist das dafür geeignet? Ah, dafür ist das geeignet. Okay. Kannst du das nochmal machen? Ja, super. Okay, jetzt aber. Na, sieh mal an, da haben wir Sachen drin. Kugelkette und ja, und eine Haarnadel. Jetzt muss ich mich um dieses Klebebandproblem kümmern. Nicht mit der Haarnadel. Wieso kannst du das nicht einfach abknibbeln? Na gut. Also, Kugelkette und eine Haarnadel. Irgendwo können wir noch einbrechen, ne? Die Kugelkette könnte hier dran kommen. Sehr gut. Edward Schopenhauer. Ah, sieh mal an. Sehr gut. Okay, noch etwas und der Code. Passwort für den Rechner. Ach, interessant. Guck mal. Hammer. Und jetzt? Was ist da? Fish Drive. Nee, Flash Drive. Es gibt eine Audiodatei, die ich vielleicht brauche, um Wayona zu befragen, aber es wäre dumm für mich, diesen Computer mit in den Verhörraum zu nehmen. Sag bloß, ich kann hier irgendwo eine Kassette reinstecken. Nee, das geht nicht. Okay. Keine Ahnung. Na gut, versuchen wir es erstmal hier mit. Sehr gut. Yeah! Was? Richte die Knöpfe so aus, dass die Anzeigen darüber eingeschaltet werden. Benutze die grünen Knöpfe, um die Knöpfe zu drehen. Achte darauf, dass sich einige Knöpfe gleichzeitig bewegen. Ja. Alle drei. Und dann nur die beiden. Okay. Ah, die müssen oben stehen. Okay. Zwei, drei, vier. So, oh ne, Mist, der ist noch nicht richtig. Ah, schade. Okay, warte mal, den nehme ich mal so hin. Und jetzt den. Ah, das passt nicht ganz, ne? Schade, schade, schade. Schade. Ne. So, jetzt aber volle Konzentration und dann klappt das auch. Okay, da ist ja der Kassetten. Wie oll ist das denn bitte? Nein, nicht dein 911. Ernst. How can I help you? There's something suspicious going on at Tobias Black's mansion. I think Black is the killer. One detective went inside and didn't come out. Oh my God, there's fire here. Don't worry, ma'am. The police and fire squads are on their way. Stay in a safe place. No, I have to find the detective. He might be in danger. No, ma'am. Stay. Cool. Voll krass. Und diese Aufnahme soll sie jetzt überzeugen, oder was? Yes, I called the police. I went to the mansion the moment I hung up because I had no idea when the police would come. God knows what he could have done to you. But someone extended the warmest chloroform welcome to me. Das ist aber nicht nett. I was trying to fight the bastard off, but that one was way stronger than I am, so I ended up blacking out.
The last thing I saw was Tobias leaving the mansion with a suitcase in his hand, without his invisibility costume on. Ja, das hattest du ja auch an. When I woke up, my head hurt like hell. But I saw Eleanor and went to her with the last ounce of my strength. And guess what I got? She knocked me out with a stun gun. I was just trying to warn her. Police officers brought me around and arrested me for Dr. Morrison's murder the second I opened my eyes. Klingt erstmal so ganz plausibel, ne? Please, give me a second. I now have difficulty thinking of a place Tobias could have headed. Maybe you can share some kind of clue to help me remember? And take this. It could be helpful. Warum muss ich das tun? Ich finde ja, dass du das machen solltest. Dass du mich überzeugen solltest. Aber gut. Ah ja, das haben wir doch schon gesehen. Ja. Das haben wir schon gesehen. Mal sehen, was sie mir zu zeigen hat. Nimm das Gespräch auf Band auf. Ich freue mich auch. So. Okay, meine treue Schere ist so stumpf geworden. Ich muss sie irgendwie schärfen. Oh, ich kann eine Methode anwenden, von der mir ein Kollege erzählt hat. Er hat einen Draht benutzt und er meinte, eine Büroklammer würde es auch tun. Ja, oder ein Tellerrücken oder ein Tassenunterteil. Ja, ne. Okay, du hast deine Notiz gefunden. Cool. Jetzt müssen wir auch noch diese stumpfe Nagelschere schärfen. Also wirklich jetzt mal. Wieso bin ich nochmal hier? Achso, dafür. Das funktioniert tatsächlich. Nein. Nein. Echt jetzt? Okay, na gut. Gut, ja, hier sind wir durch. Das heißt, ich kann da hinten weitermachen, ne? So. Ja. Da ist eine Kamera und Tobias Black. Police Report. Tobias Schwarz. Aha. Fleet Street, Wissenschaftler in einer Forschungseinrichtung, Dozent. Alex Blacks Sohn, aber verstorben. Ja, das hörten wir ja schon. Persönlichkeitsmerkmale, impulsiv, eifrig, psychisch labil. Wieso steht das hier drin? Bevorzugte Freizeitbeschäftigung, leidenschaftlich beim Segeln. Das sieht so aus, als hättet ihr eben einen Stalker auf ihn angesetzt. Also jetzt echt mal. Tobias persönliche Akte. Okay. Okay, gehen wir damit mal zu ihr zurück. Hier. Kannst du damit was anfangen? Wähle die roten Markierungen auf der Karte eine nach der anderen aus und folge dabei den Richtungen, die du links siehst. Benutze den Kompass, wenn nötig. Okay. Northeast, South, Northeast. Okay. Das ist es nicht. Was sollte passieren? Wo ist denn ein Startpunkt? Oh, da. Northeast, South, Northeast. Nicht? Okay. Northeast, South und nochmal Nordosten. Das muss doch der da sein. Das ist er nicht. Okay, also der, dann bleibt ja nur der übrig. Echt jetzt? Okay, das ist der Startpunkt. Osten? Nicht? Nee, wo ist der Startpunkt? Hä? Okay, gib mir mal einen Startpunkt. Osten, Osten. Das hier ist der Startpunkt. Okay, das ist der Startpunkt. Osten, Osten. Osten? Nein. Wie? Ich muss noch mal ganz von vorne anfangen. Alter. Osten, Osten. Osten, Nordosten. Cool. Osten, Osten, Norden, Osten, Osten, Norden. Okay. Oh, I remember now. Tobias was talking about a place he spent a lot of time at. It's neither his mansion nor the science center. It was a yacht club. It's somewhere in this area. Oh, here's the street. Oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Und jetzt, oh, voll der Cliffhanger, ne? What's up, Ellie? Judging by the information from Tobias' dossier, he used to work in Wing N122. Please search the place and call me back as soon as you find something. Later. Okay. Moin. Ich sag euch, das ist der Officer. Der Arbeiter verstört mir den Weg. Was soll ich tun? Polizeiangelegenheit. Ciao.
Okay, aber warte mal, hier gibt es erstmal ein Beweg dich nicht. Nein, es war kein Beweg dich nicht, sondern es waren Forschungsmaterialien. Nämlich hier, Tobias persönlicher Pass, ein Ausweis, mit dem man fast jede Tür im Forschungszentrum öffnen kann. Cool. Okay, super, wir sehen uns hier auch um, aber das machen wir erst gleich. Geben wir einen kleinen Augenblick Pause und dann bin ich gleich wieder für euch da. Macht's gut!